Oh, wir haben Spieler zusammen. Wir haben 20 Spieler zusammen. Ja, mach eine Gruppe draus. Warte auf Spieler. Ja, ich auch. Achtung, bei Kartensektor zieht's. Ja, finde ich schön. Da sind bestimmt Leute. Ah, man muss einfach nur draufklicken. Hm. Ich benutze hydroakustische Suche. Ja, genau. Oh, sieh los. Alter, wie die Kiste aussieht. Welche, die kleine? Ja, meine Kiste. Ich finde geil, wie meine Kiste aussieht. Das ist einfach das größte Flugzeug bei mir im Hangar, obwohl es ein Vierer ist. Ne, ein Dreier. Also, ich glaube, mein Flugzeug könnte ich bei dir im Bombenhangar, also im Bombenschacht abstellen. Abhaken. Ja. Oh, die Kiste hat auch einen Visiermodus. Wir haben alle einen Visiermodus. Oder ja, vielleicht nutze ich den irgendwann mal. Ich habe auch nur 80 Hitpoints. Tja, dann hat er 120. Weißt du, wie viele Hitpoints ich habe? 300? 440. Sehr geil. Guck mal, hier 51. Zack. Einer weniger. Das sind ja üblicherweise nicht die Köln-Schützen. Ja, ich unterbreche sogar den Schuss, wenn irgendeiner von uns hier durch die Flugbahn fliegt. Was? Oh, die Kiste neigt sich tatsächlich nach unten, wenn der Strömungsabriss passiert. Der Gegner zieht Truppen nahe der Fabrik zusammen. Seien Sie vorsichtig. Tu, was ich kann. Was sollen die sonst machen? Jetzt will ich halt jemanden, der näher dran ist. Also ich glaube, ich werde heute jetzt, also in diesem Gefecht jetzt auch nicht in den Top-Meldungen sein. Ja, mit dem Zoom funktioniert das auch. Sehr schön. Gut, fliegen wir weiter zur Fabrik? Jo, hier sind noch zwei rote, die würde ich gerne noch entfernen. Oh, kein Stress. Du kannst ja schon mal gerne weiterfliegen, wenn du willst. Ja, aber er setzt sich nicht auf Höhe. Ja, klar. Sagen, das ist mein Abschuss. So, jetzt bin ich unterwegs. Meine Damen und Herren, wir haben soeben die Reise. Die Reise erreicht. Die Reise, genau. Oh, die Kiste fliegt schon 300. Mit Boost. Geil. Vor und verdammt, da unten ist ein Gegner. Also ein richtiger. Theobald. Was doch. Ja. Hier sind so viele Leute in diesem Spiel, es klappt sogar mit Echtnamen. Ja, andere von unseren Jägern kommen hier hinterher. Würde ich ja wohl hoffen. Jetzt hast du mich gerade auf ersten Platz verdrängt. Echt? Ja. Ah, ist das böse und bitter und überhaupt.
Es ist so schön, hier weit oben zu fliegen, schön viel Ruhe von allem zu haben. Und einfach nur deine Bomben werfen. Genau, aber ich glaube, das wird in den anderen, in den höheren Stufen ganz anders werden. Ja, wenn du mit den Jägern auf einmal wieder schneller Höhe gewinnen kannst. Ja, genau, wenn du dann mit den... Ach, Mann! Was? Der Pilot ist verletzt? Achso. Der Pilot schon. Der Flügel ist beschädigt. Och nee, doch meiner. Na toll, der Bomber hat mehr Leben, als mein MG aushält mit Überhitzung. Bitte. So, die haben die Fabrik. Kriege ich jetzt bald mal die Punkte freigeschaltet? Da würde ich verlieren können. Der Flügel ist wieder einsatzbereit. Ja, schön, aber der andere nicht. Gebt Leute, wieder von welcher Flugabwehr denn? Strömungsabriss. Ja. Ah, er hat mir endlich die Punkte freigeschaltet. Dankeschön. Der andere Bomber ist mir einfach weggeflogen. Ja, jetzt hat er mich abgeschossen. Ich wurde von einem Bomber abgeschossen. Von einem Bomber? Von einem Bomber. Von der FE-57. Ach, da starte ich, alles klar. Oh, schön, wie ich die ganze... Einfach das gesamte Feld da unten wegbombe. Hab grad die halbe Base auseinandergenommen. Sehr geil. So, dann mache ich mich mal hier vom Acker. Flugabwehr geht nämlich ganz schön auf den Sack. Ja, die Flugabwehr hat mich auch auseinandergenommen, bevor der Bomber mich erwischen konnte. Halten Sie durch! Sie werden in Kürze keine Unterstützung mehr haben. Ah, aber kann es sein, dass wir nur fliegen, wenn scheiß Wetter kommt? Ja. Ansonsten werden die guten Piloten gesucht. Die anderen zum Beispiel, mit denen wir hier spielen. Sie haben uns bald. Ich bin noch bei, Mann. Komm, lass dich endlich mal treffen. Alter, ich hätte jetzt beinahe auf seinem Flügel geparkt und bin abgeschmiert. Ich bin abgestürzt. Du bist abgestürzt? Ja. Lol. Aber ich habe ihn, weil ich beide auf seinem Flügel geparkt habe, bin ich abgestürzt. Einfach drauf landen und sagen so. Meins. Alter, genau. Ich wohne jetzt hier. Ah, ich bin das letzte verbliebene Flugzeug. Was? Aua. Aber ich fürchte, das verlieren wir gerade. Ich glaube auch. Nein, wir haben gerade die Dings wieder erobert. Die Fabrik gehört jetzt wieder uns. Ja, die andere versuchen sie jetzt gerade zu holen. Ja, aber das heißt, dass ich jetzt hier oben endlich mal ruf vor der blöden Flak, die mich die ganze Zeit abgeschossen hat. So, diesmal komme ich dem Boden nicht so nah. Schon nah, aber nicht so nah. Das Problem ist, der ist da immer noch unten. Das Lustige ist, der Flieger hatte keine Chance, irgendwie abzustürzen, weil der hat quasi mit den Füßen schon den Boden berührt. Okay, der andere ist jetzt auch weg. Oh, jetzt, oh mein Gott, ich muss über den Berg. Ah, verdammt. Ziehen Sie sich zurück und gruppieren Sie sich neu. Oh, ich habe 6000 bekommen. Weißt du, wie ich bekommen hätte, wenn wir gewonnen hätten? Ja, ich habe auch 3500 bekommen. Oh Mann.